Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar zum Wochenauftakt 7. November in einer Woche, die ja vor Spannung nicht größer sein könnten. Sie wissen oder könnte Sie wissen. Die US-Wahl, die Wahlentscheidung steht an und es dürfte sicherlich die weitere Woche prägen. Zunächst mit einer gewissen Schüchternheit möchte man meinen, aber wenn man heute auf die Bewegungen an den europäischen Indizes schaut, beziehungsweise asiatischen oder auch insbesondere eben heute hier auf die Währungen, dann sehen wir, dass da doch schon einiges stattfindet. Aber wie gesagt, das dürfte auch noch gerade im Zuge des Wahlausgangs dann nochmalige Schübe erfahren. Es könnte sehr volatil werden, im Vorfeld dann aber sicherlich abnehmende Liquidität. Wir wollen aber heute mal auf zwei Yen-Pairs schauen, die hier interessant daherkommen. Wir hatten in der Nacht die geldpolitische Notenbank-Sitzung in Japan, die hier praktisch in der Nacht erfolgte und sozusagen hier die Schatten vorauswief, dass man hier sicherlich die ein oder den ein oder anderen neuen Input erhalten sollte. Und ja, hier ist es letztlich so, dass die Bank of Japan den Handlungsrahmen, also hier praktisch den geldpolitischen Rahmen, die Ausdehnung dessen hier ohne nennenswerten Widerstand umsetzen konnte. Das schwächt den Yen dementsprechend oder schwächte den Yen und führte dazu, dass hier eben auch heute in der Heatmap in der Top 15 FX Pairs inklusive Gold hier sozusagen die Währungen, die in Yen gehandelt werden, gut zulegen können. Insbesondere der Australdollar heute auch noch stark ganz vorn dabei, weil es hier auch Daten zum Arbeitsmarkt gab in der Nacht. Hier Stellenausschreibungen gut reingekommen, der Markt begünstigt dies. Ja, und das führt jetzt hier entsprechend zu einer starken Aufwertung. Der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hier als erster Mal im Fokus auf Wochenbasis. Wir sehen, das Preispaar nähert sich hier einem signifikanten Level. Das ist hier durch diesen Abwärtstrendkanal, diese obere deckelnde Trendlinie gekennzeichnet. Und da wird es jetzt eben spannend, was das Währungspaar tut, wenn wir denn hier dann praktisch ja, noch ein Stück weit zulegen, knapp über die 80,30, 80,50 Yen rausgehen, was dann hier passiert. Sie sehen, in der Vergangenheit war eben diese ja, deckelnde Trendlinie immer wieder ein Ausgangspunkt für eine Korrekturbewegung. Diesmal ein Stück weit anders, da wir keine tieferen Tiefs gesehen haben. Im Vorfeld könnte es hier zu einem Ausbruch kommen. Man kann davon ausgehen, dass je nachdem, wie die Wahl in den USA entschieden wird und die Märkte dementsprechend reagieren, hier ein Impuls erfolgt. Es wäre durchaus denkbar, dass der Markt hier, je nachdem, wie es eben aufgenommen wird, ich will mich gar nicht zu einer Spekulation hinreißen, zu einem signifikanten Bewegungsschub kommen kann, der hier gerade beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen eben zu einem ja, Buy-Trigger führen könnte. Denn nämlich, wenn hier auf Wochenbasis diese Abwärtstrendlinie durchbrochen wäre und Preise, auch schon Tagesschlusspreis über 81 Yen, könnte hier sozusagen eine Indikation sein für dann wirklich stärker anziehende Preise, auch in den nächsten Wochen. Das kann man nicht ausschließen, das sieht auf jeden Fall ja, relativ spannend aus und insofern haben wir hier neben dem Spannungsaufbau in Sachen Wahlausgang eben hier auch einen technischen Spannungsaufbau beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen und insofern mal Augen auf, was da noch passiert. Auf Tagesbasis hatten wir das Pair auch schon vor kurzem hier im Devisenradar vor der Annahme, dass hier der Ausbruch glückte über dieses Widerstandslevel 78,50, 78,75. Diese Zone wurde hier überwunden. Das nächste Widerstandslevel um 79,80, 80 Yen stellt sich jetzt hier so ein Stück weit als Widerstandszone dar. Hier gab es dann auch nochmal einen Rücksetzer, eine Art Pullback hier an das vorherige Ausbruchslevel und nun mit der heutigen Stärke strotzt das Paar förmlich wieder vor Stärke und scheint hier eben nach oben rausziehen zu wollen und es bleibt dabei, wenn die Marke von 80 Yen hier ja, attackiert werden kann und wir auch dann eben Schlusspreis über 81 Yen auf Tagesbasis sehen, dann kann es hier durchaus weiter anziehende Preise geben und die technische Voraussetzung ist nicht schlecht. Also der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hier auf jeden Fall in einem interessanten Umfeld. Schauen wir uns mal das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen jetzt an. Der sieht nämlich auf Wochenbasis auch nicht so uninteressant aus. Beziehungsweise gehen wir hier vielmehr in den Tageschart. So, da ist es noch deutlicher zu sehen. Wir haben hier das einstige Unterstützungslevel um 129,75 Yen gesehen. Dann gab es hier eben ja, diesen Dip nach unten Anfang Oktober. Eine Seitwärtskonsolidierung, neue Tiefs letztlich nicht. Sie sehen, das Währungspaar hat sich, also die Idee damals hier ein Pullback zu fahren an dieses einste Unterstützungslevel, was dann eben hier als Widerstand fungierte, war im Prinzip eine schöne Situation, wäre eine schöne Ausgangssituation für einen Short-Tracker gewesen. Aber Sie sehen, so richtig kam das Paar überhaupt nicht in Schwung. Während der letzten Wochen konsequent immer nur seitwärts gelaufen, nicht wirklich dynamisch. Und jetzt sind wir eben aber genau an diesem Punkt und jetzt stellt sich die Gretchenfrage,
Was passiert hier? Faktisch, der Yen, wenn er denn eine weitere Schwäche erfährt, und das könnte eben durchaus passieren, müsste dann hier dementsprechend das britische Pfund beflügeln, sodass wir hier den Ausbruch sehen könnten. Dazu muss aber natürlich auch das britische Pfund hier ein Stück weit anziehen. Und Sie sehen es ja hier an der Heatmap, ich gehe nochmal raus, das britische Pfund heute hier aufgrund dessen alle anderen in Yen gehandelten Währungen hier stark von, das britische Pfund aber hier abgeschlagen, weil eben auch das Cable heute, das britische Pfund selber hier wieder mal mit Schwäche glänzt. Und das ist das, was das britische Pfund ein Stück weit behindert. Und hier ist es eben jetzt so, dass man da wirklich sehen muss, was hier weiteres geschieht. Das wird spannend sein. Letztlich rein technisch kann man sagen, wenn das britische Pfund hier über 130 Yen mal rauszieht, gibt es kurzfristiges Potenzial in Richtung, ja, knapp 134. Wenn es aber dazu kommt, dass das britische Pfund hier nicht rausgehen kann, also britische Pfund Yen speziell, und der Yen dann hier eben nicht genug beflügelt, dann muss man davon ausgehen, dass es hier doch nochmal Rücksetzer in Richtung 122 geht. So, zeichnen wir auch direkt mal ein. Kurzfristig wäre aber meines Erachtens hier so ein Dip nach oben zu präferieren. Dann muss man eben sehen, was das britische Pfund weiter für Kräfte mobilisieren kann. Aber das mal hier zur kurzfristigen Einschätzung. Gut, meine lieben Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, geben Sie ruhig mal den Like nach oben auf YouTube. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. 9:30 Uhr, Ihr Devisenradar, Ihr Christian Kämmerer. Und insofern sage ich danke fürs Einschalten. Beste Grüße und auf bald. Und tschüss.